Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und passend taucht das Skit wieder auf, was glaube ich am Ende des letzten Parts schon aufgetaucht ist. Deswegen fangen wir direkt damit an. Come on, guys, let's pick up the pace. Huh? Where is everyone? Hold up! Leia, when'd you get so slow? What? You're the one who got fast! I agree with Leia. Really? This is horrible! Humiliating Jude while playing tag was like my favorite hobby! She calls the game tag, but when Leia caught me, it was always a full-body tackle. I guess I've always had those memories. Leia, you don't need to give up so quickly. There are always alternate methods to catch Jude. Fireball! Ja, genau. What are you doing? See? There are lots of ways to tag him without making physical contact. You're right. Thanks, Mila. Oh man, I should have just let her tackle me. Schön. Ja, okay, jetzt lernt Leia Feuerbälle, ist klar. Na gut. Ja, in der letzten Folge haben wir Akria auseinandergenommen nach einem gründlichen Training. Und ich würde sagen, wir sind schon wieder stark genug, wir können in der Story weitermachen. Wir müssen zum Order Palace, der ist... Ja, hier, perfekt. Ich laufe erst irgendwo hin, denke mir, vielleicht müssen wir da lang, aber wir müssen wirklich da lang. Yeah! Da, ja, wie sieht meine Formation jetzt aus? Ich weiß ja nicht. Boah, Rome, was ist mit dir los? So, Leia, mach mal Pause. Und dafür kommt Elise wieder rein. Und wir nehmen, wen nehmen wir denn? Rome, komm, Rome. Mit wem verbindbar? Wen? Ja, wird schon gehen irgendwie. Männlein und Männlein und Weiblein und Weiblein. Das wird schon passen. Hey! Was geht ab? Huh. I figured security would be tighter than this. I don't suppose we could just charge inside. That wouldn't be prudent. This is their stronghold. Oh mein Gott. Bro, dein Bart ist nicht so lang. I was just weighing options. I think Jude might have the right idea here. Whoa, hey now, are you serious? For once, Mila is telling us to be cautious and not charge in. Do you have a plan? More of a hunch, actually. Shall we test it? If it's good enough for Rowan, count me in. Ah, das ist ein Sturmangriff. Schön. Warum kann es nicht immer so einfach sein? Einfach drauf gehen und alle kaputt hauen. So. Fireball. Bang, 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 bang. Und zack. Upsala. Ich habe schon, glaube ich, stärkere Angriffe. Aber wer weiß, wo ich die platziert habe. Oh, Blausphäre. Verdammt. Jawohl. Hilf mir mal einer, irgendjemand. Ja, Elvin. Danke. Okay, zack, zack. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Zup. Schön. So, dann gehen wir mal da rein. Wir haben uns offiziell einen Weg freigemacht. Looks clear. Was? Wo ist der Stab? But this is the King's house. Shouldn't he have more soldiers? It could be a trap. What? Der Palast vom König? The Rashagal army has already been deployed for war with Azul. But wouldn't they tighten security around the royal palace in wartime? Except for the natural and man-made barriers that protect Fenmont in the north and south, it has few defenses in the event of a siege. If the enemy army breaches its walls, the city is as good as fallen. Troops are wasted here in wartime, so the majority of them are deployed to fortify the naval defenses and Fort Gondala. That makes sense.
but it also means war is imminent. We can't waste this opportunity. Indeed. Was? Rashogal wird Rashogal geschrieben? Ich habe immer Rashagol geschrieben. Verdammt, in der Beschreibung oder Videotitel. So ein Dreck. Din 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 din. Riecht schon nach Schleichmission. This is a Lotus Ring. A device that ferries people throughout Order Palace. We must use it to proceed further. All aboard? Elvin hat nicht genickt. Ich möchte es nur mal andeuten. Der Order Palace. Wow, Order Palace is huge. And it's so sparkly and pretty. I've never seen anything like it. The entirety of Order Palace was made out of a single lumen tree. They channeled spirits to grow it into the shape of this giant palace in just 5 years. This is a single tree? Wow, their spirit arts are incredible. Oh, you guys actually believe me? No, not at all. We just thought it sounded true. Isn't that the same thing? Hör auf damit, Elvin, Mann. So. Wo sind wir hin? Achso, okay. Lass mich ran, hier sind Tonnen von Gegnern. Im königlichen Palast. Warum auch nicht? Irgendwas wollte ich ja noch machen, verdammt. Ui. Was? Ich habe nicht mal alles gesehen, was das war. Hä? Nicht das Skorpion. Okay. Verdammt, wo habe ich denn hier die anderen Dinger geballert? Ding dong, ding dong, ding dong. Mila spricht einfach zu leise. Ich höre sie gar nicht. Die anderen haben wir alle gehört. Es ist immer nicht so einfach, hier einfach so durchzugehen und so. Aber Mila spricht so leise. So, habe ich nicht die Art irgendwie reingeballert, die neuen? Hat er noch nicht? Er hatte noch keine neuen, stimmt. Verdammt, 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 verdammt. Elvin, greif an. Zack. Zack, 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 danke, das ist einfach am leichtesten. Und Windlanze. Und Elvin hat ein Level up. Oh, und ich stehe kurz davor zu niesen. Ah. Mila und Elise. Cool. Erstmal Elvin, Level up. Boah, meine Nase juckt. Bäh, bäh, geht. Verdeibel. KP, Zielschuss. Ja. Hier. Und FP, weil ich sie brauche. So, du bekommst hier erstmal Leben hoch und so. Und Geist hoch. Boah, meine Nase juckt so, ey. Okay. Hier kannst du dich mit Leia kannst du dich verbinden. Mir ist nämlich aufgefallen, man bekommt immer diese Titel, wenn man 30 Minuten lang mit den Charakteren verbunden ist. Mila und Elise, gucken wir mal. Mila und Elise, 30 Minuten lang. Ihr seht immer, auf was für Kleinigkeiten ich hier achte, ne? Ich gucke hier verdammt viel offscreen nach den ganzen Sachen. Erkunde hier die ganze Welt. It's like a dream come true. This isn't visiting. This is breaking and entering. Welcome to Rashagal's Most Wanted. Ja, super. Wo kommen wir denn wohin? Mann. Stopp. Nein. Niemals. Nur bei meiner Leiche. Nur bei Elvins Leiche. Ignorieren wir einfach den Gegner. Was sind das für Viecher? Oh. Zack, 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 zack. Zack und zack.
Und zack und zack. So. Wir nehmen nicht mit Boden und Erde, ne? Und Bam. Okay, cool down, Mann. Cool. Keep cool. Schwäche Licht. Das Licht. Und Ding Dong, Ding Dong, Ding. Das hast du jetzt gesagt, Evan. Könnte ich mir nur so denken. Oh, cool. Art-Abstimmung sein. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja, neues Gericht. Boah, mein verdammtes Kurzzeitgedächtnis. So. Jetzt mache ich hier schon mal die ganzen Türen auf, aber... Ach, jetzt komme ich zu den anderen Dingern. Okay. I feel like I should say something, but I guess this isn't the time. Was war das denn? Ich sollte wohl etwas sagen, aber das glaube ich nicht der beste Zeit. So, komm her. So, dann komm mal, du Alte. Dim, dim, dim. Könnt auch ruhig weiter mit euren Zaubern angreifen, wenn ihr verbunden seid. Gibt's da nicht. Irgendwie klappt das nicht so. Vorwiegend Arzt, ja. Verstehe nicht, warum er nichts macht. Oh mein Gott, Fledermäuse. Da wird auch einige neue Attacken. Okay, mal gucken. Mal erst gucken. Oh geil, was war das jetzt? Zack, zack, zack. Wow, geil. Cool Angriff. Cool Story, Alvin. So. Aber ihn möchte ich ehrlich gesagt jetzt. So, jetzt hat er hier so einen Adam-Stimmungstitel, deswegen machen wir mal hier. Jude. Mal wieder. Hey. Stirb. Und wir haben noch 2 Minuten. So. Du hast auch 1-2 neue Angriffe, glaube ich. Anfechten. Wow. No. It will kill you. Ja, warte. Was für geile Angriffe. Schön. Arkan und Mystisch Arzt. Solange du dich im Zustand der Grenzüberschreitung befindest, kannst du ein mächtiges mystisches Art wirken. Halte hier zu X gedrückt, nachdem du einen Gegner mit einem Arkan getroffen hast. Die Verwendung eines mystischen Arts beendet den Zustand der Grenzüberschreitung. Also achte also bei der Aktivierung bei einem guten Timing. Wir haben schon Mystic Arts? Seit wann? Das hätte ich gerne mal gewusst. Hier. Oh, das schaffen wir sogar noch. Geil. Verdammt. Überschreitungsdingenskirchen. Dirigent 2. Ich vermeide Taumeln beim Art. Ah, ja. Ach, dann nice. Also, ich kann hier diese Kommandos eingeben und er wird nicht dadurch unterbrochen, ne? Jawohl, geil. Geil. Aber ich würde sagen. Der Söldner, ja, ist okay. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier und ich sehe euch im nächsten Part. Vielleicht bei Tales of Zilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.